Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession mit den Mighty Pirates und dem Team Bob. Hallo. Servus. Hallo. So, wir sind heute wieder mal beim Minecraft Project RET V8. Eine Kleinigkeit müssen wir schon gleich vorweg ansagen. Wir haben leichte Verluste bei uns im Team. Dem Olli geht's heute nicht entsprechend und der dürfte heute sein Bett nicht so richtig verlassen. Deswegen der simuliert. Nein, der simuliert nicht. Der muss jetzt quasi das Bett hüten und lässt uns hier in unserem Schicksal alleine, aber das ist auch okay. Wir müssen damit halt dann doch irgendwie uns zurechtfinden. Wird schon irgendwie klappen. An dieser Stelle gute Besserung an ihn. Jo, ja. Mit dabei. Aber es gibt doch auch mobile Versionen von Minecraft. Kann man doch aus dem Bett spielen. Es kommt darauf an, wie er im Bett liegen muss. Wer weiß es, nicht? Details. Wollen wir nicht drüber spekulieren? Nein. So, einen Halbverlust haben wir auch noch. Der gute Sanga, der fehlt noch, aber der hat sich angekündigt, dass er kommt. Das ist gute Tradition, dass er ein bisschen später kommt. Ist auch kein Problem. Kriegen wir hin. So, mit mir dabei der gute Biber Butzemann, schwebt hier irgendwo gerade in der Luft ein bisschen durch die Gegend. Guck gerade nochmal mein Greenhouse an. Okay. Schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, wir waren wirklich lange nicht mehr hier. Mhm. Und dann natürlich der gute Jojo. Hallo. Und der gute Daka Total. Ah. Und gleich ist abgestürzt. Und das ohne Boot. Na, schlimme Sache aber auch. Ja, traurig. Ja. Aber hängt leider. Ja, zum Glück nicht. Butzi wird sich gleich wundern, wenn er im Greenhouse war, dass da ein paar Sachen umgebaut worden sind. Alles kaputt. Alles. Nein. Ich habe schon festgestellt. Also ich habe ihm ein bisschen Stromversorgung verpasst und ein bisschen Sachen umgebaut und ein bisschen was angepflanzt. Ich glaube, wir müssen am Anfang eh so eine kleine Rundtour machen, weil ja in den letzten 2 Wochen, wo die Videos noch veröffentlicht wurden, also vor unserer Osterpause, haben wir ja leicht getrennt aufgenommen. Leicht getrennt, ja, kann man. Irgendwie. Ganz leicht. Ja, gut, also es gab hier diverse Schwierigkeiten. Einerseits bei mir, ich konnte beim Livestream leider nicht mit dabei sein, tut mir leid. Ich habe es versucht, mit ein paar Solo-Folgen irgendwie in den Griff zu kriegen, aber mein Gott, ist halt so, ne? Real Life ist halt das Spiel mit der geilen Grafik, aber der Scheiß-Story. Ist nun mal so. Schön formuliert. So, wollt ihr anfangen mit zeigen? Weil wir haben ja ganz viel umgebaut und einiges werden manche Leute vielleicht in unserer Aufnahmesession hier gerade noch nicht gesehen haben. Fangen wir doch mal da drüben an, wo ihr den letzten Livestream quasi so viel gemacht habt. Also wir haben eine Brücke, da stehen wir drauf. Damit bin ich fertig. Ich zeig sie mal, hier unsere schöne Eisenbahnbrücke. Die noch nicht ganz so aussieht, wie ich mir ursprünglich gedacht habe, aber nach 3 Stunden Bauen im letzten Livestream habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Jo. Aber vielleicht bin ich heute noch ein bisschen kreativ. Aber ich glaube, ich möchte heute eher Tunnel bauen. Oh, die Tunnel sehen anders aus. Hallo Tunnel. Ja, die habe ich seit dem letzten Mal nämlich noch ein bisschen erweitert, dass wir einen Tunnel haben. Habt ihr die angeschlossen? Ihr habt die schon angeschlossen. Cool. Also nur Gleise quasi hingehen. Ja. Mehr war es nicht. Okay, das ist toll, dann mache ich das diese Folge nicht. Hast du frei. Was du machen könntest, wäre in die andere Richtung, wo es ins rote Haus geht, quasi noch weiterbauen. Ach, daher aber auch das die Linien? Nicht. So war das von mir jetzt, sag ich mal, angedacht. Grün für Grünhaus und rot quasi für dann das Kraftwerksgebäude. Aber da geht's doch gar nicht weiter, hier ist eine Wand. Okay, da kann man was dagegen tun. Ach so. Da gibt's Werkzeuge dafür. Ach so, ich dachte, in Minecraft kann man sowas nicht. Nein. Wir könnten ja heute sogar mal die erste Folge unter den Hashtag Panik eingruppieren, weil es gab ja dieses Wochenende ein wahnsinniges Ereignis. Unser guter, größter deutscher YouTuber hat sich quasi geoutet, ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber eigentlich doch nicht ganz das falsche Wort. Der gute Mann hat endlich zugegeben, dass er mit jemandem zusammen ist. Ja. Er hat endlich zugegeben, dass er mit der Pandora zusammen ist. Wer? Und das schon seit 3 Jahren. Gronkh. Wer? Also Gronkh, ja, wer ist Pandora? Kennt man das? Pandora kennst du, wenn du ab und zu mal bei ihm in den Livestreams reingeschaut hast, Weihnachtsstream oder sowas. Egal. Und ja, ist auch eine YouTuberin. Und ja, die haben sich jetzt dann endlich mal geoutet, dass sie zusammen sind. Manche haben es vermutet, manche sagen, oh, das habe ich doch schon immer gewusst. Wissen und naja, gut. Ich
Bin mir nicht sicher, ob man das wirklich wissen konnte, aber geahnt haben es viele. Jo, das da hier ist für mich ja quasi komplettes Neuland. Ich bin da einmal durchgelaufen und habe gesagt, schön. Und habe mich gewundert, ihr habt hier ganz viel gemacht und ganz viel Computer gemacht. Ja, und vor allem viel gemacht in Vorbereitung dafür, dass, wenn Flo jetzt dann vielleicht mal kommt, wir das Ganze starten können. Theoretisch, wenn hinten die Bahn verbunden wäre, jetzt gerade, glaube ich, endet es ja in einem Chaos. Vielleicht sollten wir mal hinten schnell das verbinden, dann können wir den Zug nämlich wieder fahren lassen. Du kannst ihn fahren lassen. Alles Ist gut. es hinten Ist verbunden? ein kompletter, ist eine komplette Schleife. Okay, ich dachte, da waren. Genau. Nein. Dann können wir nämlich einfach jetzt mal fröhlich hier das Minecart darunter nehmen. Okay. Und dann fährt der Zug hier los. Okay. Ah, und gibt gleich Tönchen von sich. Sehr schön. Sehr brav von ihm. Genau. Ja, und der wird jetzt hier rausfahren. Und dann hoffentlich auch beschleunigt, soweit ich das gesehen habe, ne? Genau. Weil im Bahnhof fährt man ja nicht schnell. Außerhalb des Bahnhofs darf man schnell fahren. Genau. Mit der Und hier Technik müsst fährt ihr auch. aufpassen. Da habe ich rumgefuscht. Also sehr gefährlich. Daniel fuscht Technik und so. Ja, und Oh. wenn da hinten Alles. wirklich eine richtige Schleife ist, kommt er jetzt gleich wieder. Ich hoffe. Ah, ich sehe ihn. Ja, er kommt tatsächlich wieder. Ah, ich will nicht überfahren werden. Ui. Und er kommt wieder zurück. Jawohl. Wo ist der Anhänger, wo ich reinspringen kann? Uncool, Und der uncool. ist weg. Dran. Nein, der ist weg. Genau. Dann muss ich jetzt zu Und Fuß gehen. im Prinzip Fährt er wieder rein im fährt er Bahnhof? jetzt wieder rein, genau. Wird jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite auch nochmal rausfahren, wenn ich mich nicht täusche. Das kann durchaus sein. Ja, Wobei, ja. da fährt er ja nicht allzu weit. Da fährt er nicht allzu weit, genau, da ist noch nicht viel. Aber das ist ja dann der Anschluss quasi für das IC2-Kraftwerk. Genau. Ah, okay. Vielleicht mal eine Kurzerklärung für all diejenigen, die vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, was wir hier machen wollen. Wir wollen mehrere Bauwerke anschließen mit Zügen. Genau. Und das Ganze eben nicht so machen, dass wir eine Strecke pro Zug haben, sondern es soll hier ein Hauptbahnhof mehr oder weniger sein, wo die Züge dynamisch zugewiesen bekommen, wo Platz ist. Und dann eben wieder dahin fahren, wo sie sollen. Und das Ganze machen wir mit einer Verbindung aus Open Computers, auch ein bisschen Computronics und Railcraft. Mit anderen Genau. Worten, die Züge kriegen ein Ziel im Bahnhof zugewiesen und dann wieder ein Ausfahrziel. Und in dem Fall ist jetzt gerade egal, wo sie rausfahren wollen, immer out geht für beides. Aber später wird es dann so sein, dass eben, wenn sie zum Greenhouse, zu den Kraftwerken da hinten, sie hier rausfahren werden. Und wenn sie zum IC2-Kraftwerk fahren sollen oder zu anderen Sachen, die in die Richtung sind, daraus fahren werden. Das ist der große Plan. Das ist gerade bisher die Sparvariante, die wir haben, dass sie einfach immer auf dieses Gleis hier fahren und dann rausfahren. Genau. Du hast aber was ganz Wichtiges dazwischen vergessen. Weil in den Bahnhof reinfahren und wieder rausfahren ist nur eine Ja, Geschichte. genau, ja. Es soll ja dazwischen noch was passieren, nicht? Die sollen ja be- und entladen werden. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, weil ansonsten macht es ja keinen Zug, wenn hier keinen Sinn, wenn hier ein Zug, Mann, Wechselstaben verwuchselt. Wenn hier ein Zug reinfährt, der soll natürlich auch irgendwas tun, nicht? Hat ja so alles seinen Sinn, hoffentlich. Einerseits sollen Sachen aus dem Greenhouse abgeholt werden. Da werden wir heute uns noch ein paar Kleinigkeiten anschauen. Ganz fertig werden wir damit heute definitiv nicht werden. Aber wir werden uns heute auch in dem Zusammenhang ein paar Open Computer Sachen anschauen. Wie man mit Open Computers und Applied Analytics arbeitet, wie man mit Wireless Networks arbeiten kann und noch irgendwas hatte ich. Ja, nur so ein paar kleine Programmierkleinigkeiten. Will ich aber auch gar nicht so großartig auslegen. Wir schauen uns da ein bisschen Code an, den werde ich ein bisschen erklären und sehr viel mehr wird es dann auch gar nicht werden. Wie gesagt, das wird heute nicht fertig, weil die Programme sind auch dazu noch nicht fertig. Da werde ich in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen arbeiten, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eine neue Aufnahmesession haben. Naja, 14 Tage haben wir, da habe ich dann ungefähr Zeit. Und bis dahin wird dann ein bisschen was sein. Weil Plan ist nämlich, wenn hier im Applied Analytics Netzwerk, im Hauptnetzwerk, ja, wenn da irgendwas fehlt, soll eine Anfrage quasi nach da drüben ins grüne Haus gehen, ins Greenhouse. Das Greenhouse soll produzieren und das fertig produzierte soll dann quasi hier mittels Zug angeliefert werden. So der Plan.
Wir gucken mal. Hallo Olli, schönen Gruß an dich. Schön, dass du zumindest mal ab und zu noch mit reinschaust. Und auch hallo an alle anderen, die jetzt sich mittlerweile bei uns hier im Livestream eingefunden haben. Genau, und ich habe gerade gemerkt, dass ich die neuen Follower noch gar nicht gesehen habe. Dementsprechend hallo unanonymerweise, weil gerade habe ich es versaut. Aha, versaut hat es. Ja, das kommt, wenn man die Reihenfolge falsch macht. Ja. Soll ich es machen? Hallo 1231321312. Oh Gottes Willen. Hallo Peter Park, danke für diesen guten Namen, dass man ihn einfach vorlesen kann. Und hallo, soll ich es buchstabieren? Griff4YWeb. Okay. Daniel, du hast den Stream auf privat gestellt bei YouTube. Ja, ich bin auch gerade auf der Suche. Du böser, böser okay. Junge. Ja, ich dachte, das ist die Einstellung, dass es nach dem gestreamt wurde. Das ist. YouTube ist noch nicht so ganz übersichtlich. Nicht benutzerfreundlich für Streamer. Nee, überhaupt nicht. Geht so. Jojo, komm mal mit. Komm mal mit. Gerne, aber wohin ist? Mit. Einfach mal hier folgen. Okay, ich folge dir unauffällig. So, weil du wirst jetzt hier nämlich sehen, dir fehlt ein bisschen was. Ein Kopf? Nein, hier. Hier ist irgendwie leer. Da leer war mal rein. Was. Ja, genau. Das ist jetzt zwei Stockwerke nach oben gewandert. Ich hatte dir ja schon mal angedroht, dass ich dein Chaos hier unten ein kleines bisschen aufräumen werde. Endlich macht's mir jemand. Ja, genau. Das wünsche ich mir immer. Und das ist ja, so schön. Das ist schön, ne? Ja, klar. Nein, ich habe ein paar von den Maschinen nach oben gezogen und habe sie genauso angeschlossen quasi wie hier. Und die Rezepte sind alle drin, also es dürfte keinerlei Veränderung für Autocrafting sein. Von daher kein Problem. Gucken wir dann noch, wir machen eh noch einen Rundgang. Und was ich noch gemacht habe, ist zur visuellen Vereinfachung das Kabel, was ihr hier einfach so querfeld reingelegt habt das letzte Mal, ne? Jojo, auch schön. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Okay, aber wer auch immer. Olli. Olli, der war's bestimmt. Olli, schön war und lernen. Der Olli hat mit Glasfieberkabel gearbeitet. Ich glaube fast nicht, aber okay. Gut, dieses Kabel ist deswegen rot, weil es ja dieses Transfernetz ist. Das heißt, wenn man hier was direkt anschließt, wird es nicht funktionieren. Deswegen habe ich hier auch ein rotes Kabel verwendet. Das habe ich jetzt an vielen Stellen gemacht. Wie zum Beispiel auch, Überleitung sei Dank, nach da hinten in einen neuen Raum. Fancy. Gefängniszellen. Nein. Das wirst du dann später sehen. Das werden auch meine Zuschauer wahrscheinlich vor dir sehen. Hehehe. Was da dahinter kommt. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ein paar alteingesessene Zuschauer, die könnten ahnen, was ich damit vorhabe. Mal gucken, vielleicht weiß es jemand. Ich bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall ein bisschen Platz dahinter, ne? Ich habe einfach nur ein paar Carpenter-Doors reingesetzt, ein bisschen mit dem Hammer draufgehauen und dann noch ein bisschen. Hey, ein Flo. Ob er will jemand in den richtigen Channel? Das klingt danach, ja. Also hinter die Carpenter-Stores, das sind einzelne Zellen und da werden die einsortiert, die zu spät kommen, oder? Moment. Servus. Hallo Flo, ab hinter die Zelle. Nein, wir werden ihn nicht in die Zelle reinstecken. Ich muss erstmal Sachen wegklicken, sorry. Ich habe hier eher den Eindruck, dass wir gerade Reise nach Jerusalem hier spielen, weil alle hier hinten rumlaufen. So. Wir haben Stühle? Türen. Ja, so. Stühle glaube ich auch. Eins, zwei oder drei. Nein, also da kommt noch was eins, dahinter. 3, 4, 5, 6 oder 7. Schade. Nein, das sind sogar ein bisschen mehr. Das wären tatsächlich 14. Okay, das, ist sehr eigen, das ist sehr eigenartig, wenn man gerade hinter diesen Türen entlangläuft, dann kurz in den Browser geht, um die Streams zu organisieren und sich dann selbst sieht, wie man hinten an den Türen vorbeiläuft. So, also wie gesagt, was da dahinter kommt, das werden wir dann auch sehen. Den Grund dafür werden wir in einem Stockwerk sehen oder in zwei Stockwerken, hätte ich gesagt. Das ist meine Zeitangabe, in einem Stockwerk. Ja, genau. In einem Stockwerk? Eineinhalb Stockwerke. Welchen Stockwerk? Das ist eine offizielle Zeitangabe? Ja, ein Stockwerk. Ich baue mal schnell eins. Wie gesagt, es sind eineinhalb. Weil sich hier nämlich nicht viel getan hat, das wäre also ein Stockwerk. Ich glaube, da hat sich gar nichts getan, oder? Nee, das Katastrophe. Ist original. Das Haus ist alles gleich. Katastrophe. Denn hier sind wir schon in dem Stockwerk, weswegen wir da unten ein bisschen ausbauen müssen. Nämlich das da hinten, nicht? Diese zwei ME-Drives da. Das ist die so rot leuchten? Ja. Da müssen wir was dran tun.
und das habe ich mir heute auch an die Fahnen geschrieben, steht deswegen auch auf meiner To-Do-Liste, dass wir AE2-Speicher ein bisschen ausbauen müssen. Und eigentlich auch noch dann Liquid Crafting, hast du dir noch gewünscht? Mhm. Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen was tun. Also, boah, wenn alle meine Wünsche in Erfüllung gehen, ich wünsche mir. Was wünsche ich mir? Ich hätte jetzt Geld gesagt, aber okay. Ich wünsche mir einen gesunden Olli. Ja, der gesunde Olli wäre echt interessant. So altruistisch. Wunsch verschenkt, na toll. Das sagt ihr doch auch bloß, weil andere Leute zuhören. Genau. Sonst würdet ihr euch doch auch Geld wünschen. Nein, nein. So, wie gesagt, da müssen wir ein bisschen ausbauen. Nebenbei lernen wir noch ein paar Grundlagen zu Applied Analytics, was Speicherung von Items anbelangt. Und werden uns da ein paar Sachen ja, genauer angucken. Aber das sehen wir dann alles noch so nach und nach. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Das Teil hier, unser Long Dong Silver, ist ein bisschen um 2 Elemente länger geworden. Long Dong Silver, was? Ja, unser ME Network, Hyper ME Controller mit Peer-to-Peer Tunnelanschlüssen. Im ersten Moment klang das so ein bisschen nach Austin Powers, aber gut. Ja, das sollte auch so lauten. Das war die Doppeldeutigkeit, die ich eigentlich haben wollte. Ja, wenigstens hat sie mal erkannt. Sehr schön. Ich war mir nicht sicher, woher es kam, aber ja. Okay. So, eine kleine Sache. Hier steht schon der erste Computer. Zu dem werden wir dann später noch kommen. Und der war auch der Grund, warum wir hier ein bisschen ausbauen mussten, weil der muss nämlich mit so einem komischen Adapter hier an einem ME-Controller hängen. Der ist nicht komisch. Entschuldigung. Entschuldigung, Mist, mal mit den Entwicklern. Nein. An dich habe ich dann später aber mal eine ganz interessante Frage, weil ich... Ich muss weg. Nein. Weil ich im Mod Open Computer etwas gefunden habe und deine Intention zu dem Item wissen wollte. Das muss nicht unbedingt eine geben, aber okay. Okay, alles klar. Ich sage nur Datenbank. Ah, das, ja, lang ist sehr dumpf, entsinne ich mich, dass es sowas gab, ja. Mhm. Okay. Die werden wir übrigens unten auch noch benutzen. Werden wir, gut zu wissen. Hast du mir doch gesagt, dass wir die brauchen. Hab ich. Lang ist sehr. Okay, gut. Jo, mach mal den Flug kurz etwas leiser, der ist nicht so laut. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Das ich ist bin eigentlich... Ethan wie immer. Kommt zu spät und schreit erstmal rum, das ist unmöglich. Ja, echt mal, das ist der Wahnsinn. Schrei gar nicht! Du doch nicht. Nein, niemals. Mhm. Okay. Ich könnte ihn eigentlich komplett. Nein, komplett mute machen wir nicht. Nein. Lass mir ihn mal in der vollen Lautstärke. Ich gehe wieder. Wenn er flucht, möchte ich das in voller Lautstärke hören. Ja. Als ob Flo so, jemals fluchen würde. Mhm. So, du solltest unbedingt deine. Irgendwann mal noch deine erste April. Ach, Scheiße! Ja, genau. Jetzt ist wieder dieses bekiffte Rotary Craft. Ja. Hat sich schon gelohnt. Und somit haben wir schon wieder mal den Ausflipper des Tages. dann muss ich für Jojo, wir sind schon wieder beim vierten Wunsch langsam, glaube ich, ne? Das ist der Wahnsinn. Wir sind heute schon Weihnachten. Jojo ist denn heute schon Weihnachten? Hoffentlich nicht. Gerne ME-Interfaces benutzt fürs Autocrafting und die Dinger hier alle so ziemlich voll sind, muss ich da glaube ich auch noch eine nächste Ausbaustufe irgendwo anpacken. Ich? Autocrafting? Niemals. Solange du kein Project E-Table hast, ne? Ich habe gehört, du liebst Logistics-Pipes. Weil die so zuverlässig autocraften und geh so. Geh dann mal. Übrigens hier auch wieder die Farbwahl des roten Kabels. Ne? Mhm. Man merke hier, ne, das ist also wiederum das Die Russen Trans- kommen! Nein, nicht die Roten. Nein. Die Roten nicht. Kommen, was? Ja. So, und dann gehen wir mal nach oben. Dann hat der Juju nämlich gleich wieder seine Maschinen gefunden. Ja, da muss man nämlich nur nach links gehen. Wo hat er sie denn verloren? Im Keller. Unten. Im Keller sind sie verloren und hier oben sind sie wieder aufgetaucht. Boah, das sieht ja schön Magie. Aus. Bis auf diesen Knick im Kabel, aber sonst... Ja, ist das schön, dass das ich mal nicht abkriege. In dem Zusammenhang muss ich ja tatsächlich sagen, da hatte ich auf den Olli gehofft, weil der Olli hatte ja EU ins Applied Analytics Netz eingespeist und ich glaube, er hat irgendwo die Memory Card im Inventar. Das wollte ich nicht unbedingt extra nochmal.
Nicht nochmal extra alles neu konfigurieren. So, wie gesagt, hier sind alle Rezepte drin, Jojo. Also das dürfte für dich überhaupt kein Unterschied sein. Ja. Neu dazugekommen sind die Extractor. Okay. Also ist das Rezept für den Extractor. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich hinzugefügt hatte. Ja, das war das Einzige. Katastrophe, Jojo, okay. ich glaube, Flo sollte noch ein bisschen leiser werden. Noch etwas leiser. Na toll, Flo. Oh Mann. Ich stelle das Mikrofon jetzt einfach irgendwo anders hin. Bringt uns das durcheinander. Ganz weit weg. Nee, pack's wieder näher ran, ist halt zu sehr. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Sag ich mal bitte normal, Flo. Ganz normal. Das war naiv. Ja, so ist Okay. normal. Ah, ja, sehr gut. Jetzt habe ich das, glaube ich, auch richtig eingepegelt bei mir. Also gut, den guten Sanger muss man da auf minus 6 dB stellen, dann passt das. Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Nein, nein, sogar gut, okay. Man versteht dich ja sehr gut. Ja, Ja, oder? nee, ich, es ist bloß überraschend, weil ich sonst eigentlich eher zur leisen Sorte gehöre, aber. Interessanterweise hier im Teamspeak nicht. Tja. Danke, Olli, für den Hinweis. Ich werde dann gleich mal die Anspeisung mal suchen. Vielleicht werde ich es auch finden. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst das, wo das da oben dran hängt gerade, ne? Nehme ich an. Okay. Ja. So, hier hat sich dann nicht noch mehr getan. Oder? Nö. Nö. Haben wir noch irgendwas gemacht? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, Habe ich du irgendwas hast übersehen? nicht hier. Aber ich glaube, du hast sonst doch was in deinem Single-Livestream gemacht. In deinem Single-Nicht-Livestream. Ja, ich habe ein paar Sachen gemacht. Unter anderem habe ich ein paar Wither getötet. Wenn jemand von euch das dann später gerne noch machen will, What können wir the? das gerne noch mal zeigen. Das war lustig zuzuschauen. Ich fand es übrigens bei deinem zweiten Video am Anfang sehr lustig, wie du noch so schön gesagt hast: Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht spoilere, was die anderen gemacht haben. Und überall Fenster. Render ich für euch Ja. auch vor der Glastür, obwohl ich dahinter stehe? Nee, du bist hinten bei der Lampe. Ja, nein, also Ich vom mache dir nur Clipping die her, Tür auf. vom Depth Buffer. Also die Tür wird quasi von der Tiefe hinter, also Ich weiß, was du meinst. ihr seid nicht getönt, quasi. Nicht so Nee, du wirklich. siehst normal aus. Nee, du siehst Okay. Wow. Sehr von seltsam. der Seite. Komische Rendering-Probleme. Egal, never mind. Ja. Von der Ja. Seite ja, von der anderen nein. Ah, dann der Helm ist auch falsch rum von der Seite, aber. Auch nur der Helm und Ah. die Schuhe. Ja, Ja, richtig, okay, die Items, ich wie verstehe auch das. immer. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe dein Problem. Wir haben es jetzt auch Das freut gesehen. mich. Wunderbar. Alles ist gut. Danke, Olli, das Ding auf dem Dach. Ich glaube, ich weiß, wie gesagt, was du meintest. So, da drüben habe ich noch eine Kleinigkeit gemacht, aber die war, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Und dann habe ich ein bisschen Rotarycraft, das Jetpack gemacht gehabt. Das hat man auch noch. Und ihr wollt irgendwann wahrscheinlich auch nochmal Upgrades für eure Rucksäcke, nehme ich an. Ja. Ich habe einen Rucksack. Oh, stimmt, ich habe einen Rucksack. Wie Ich gesagt, ich habe nehme hier ein bisschen Verkabelung gemacht, aber immer das war Upgrades jetzt für Sachen, die ich nicht benutze. Was? Ich habe super. keinen Rucksack. Oh, habt ihr einen Ha Rucksack? ha ha ha. Butze, Ja. Baut zu viel Brücken. könntest du mal gucken, ob ich da einen Fehler gemacht habe, warum er Bestimmt. aus dem letzten und in den letzten nichts reinpackt? Das Greenhouse schaue ich mir jetzt auch mal an, weil. Eigentlich müsste es richtig sein. Eigentlich. Es ist ein Logistikchassis MK2. Es sind die zwei Erweiterungen, wie bei allen anderen auch. Von daher sollte es eigentlich theoretisch passen. Praktisch scheint er aber nichts zu bestellen und nichts abzuholen. Welcher? Der hier hinten? Der letzte, ja. Aber da kam doch gerade was rein. Er bestellt die ganze Zeit, kriegt aber nichts. Weil eigentlich sollte er nämlich laut Active Supplier Modul sich eine Stonehoe bestellen, die er nicht kriegt. Wobei das jetzt mittlerweile natürlich wieder sein kann, dass er keine Stonehoe mehr herstellen kann. Das können wir natürlich mal schnell nachprüfen. Ich würde sagen, ganz aus den Ist da ganz. oben drüber ein Container oder sowas? Ja, aus dem ganz blöden Grund, weil das Logistik-Chassis nicht die Kiste oder den Planter als verbundenes Hier Ding oben nimmt. sind ganz viele. Ja, sondern das oben drüber. Was auch immer da oben drüber ist. Ja. Also, Okay. die Dinger sind alle hier oben, Ding. wenn Sieht man du so. an diesen kleinen Punkten da, ja. Ja. Okay. An der Pipe. Und warum packt er das dann dahin und nicht woanders hin? Das frage ich mich auch. Oh, das war Okay. das Falsche. Ah, jetzt hat er es wieder oben in den quasi Container reingepackt, der kein Container ist. Komisch. Komischer Mod. Gebalanced, richtig guter. Ja, ich höre auf. Wer will Stoneholz? Nee, Nein. danke.
Ich habe schon eine. Oh, danke. Ein, zwei, drei, viele. Jetzt holt er ab, interessanterweise. Ja, jetzt, hey, jetzt okay. Habe ich den Block oben weggemacht. Hm, okay. Ist echt interessant, warum er einen quasi Erdblock dann als Ziel auswertet. Ja, Gartenzaun okay, vielleicht ist das. Das ist vielleicht ein Inventar. Möglich. Wir können ja mal einen Adapter daneben setzen und schauen, was er meint. So einen komischen. Oh Gott, ich gehe wieder schnell weg hier. Ich habe hier so einen Crossbow. Warum ist hier oben ein Sugarcane drin als Verbrennungsmaterial? Ist das Absicht? Und hier Canola sieht es als Verbrennungsmaterial. Wahrscheinlich Moment, erntet er das und schiebt das einfach oben rein. Genau, richtig. Der schiebt es einfach oben rein. Ah, okay, die RF Engine ist also sozusagen das. Der Stromproduzent oder der Energielieferant. Okay. Deswegen hängen ja auch die entsprechenden Kabel dran. Ein Bug ist momentan in der aktuellen Version noch drin. Der ist theoretisch in meiner Entwicklungsversion schon gefixt. Das sind diese komischen Canola-Seeds hier und Canola-Plants. Nachdem der gute Raika, gell, Jojo, wir haben ihn beide ganz gerne. Jeder mag ihn ganz gerne. Ja. Aber aus einem anderen Grund. Stimmt. Das kommt drauf an, aus welchem Grund, aber ist egal. Jeder mag ihn aus unterschiedlichen Gründen nicht, glaube ich. Okay, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, AgriCraft ist mir zu Pillepalle, ich mache da was Eigenes für AgriCraft. Komischerweise hat es vorher alles wunderbar funktioniert, aber er musste was Eigenes machen. Okay, seitdem funktioniert es nicht mehr. Dann musste der Entwickler von AgriCraft und der Entwickler, also Raika, wiederum was an ihren Mods ändern, dass es dann doch wieder funktioniert. Hatte vorher funktioniert, zwischendrin. In unserem aktuellen Stand nicht und zukünftig wird es wieder funktionieren. Und vielleicht was Neues. Ist was ich Neues, komm. Hab mich gerade verlaufen. Wo bist du denn? Ich bin, ich weiß es nicht, ich sehe Ziegelsteine. Oh, ich glaube, hier geht's hoch. Ich bin im, cool, ich bin im Bahnhof. Wie bin ich denn hier hingekommen? Ach, du bist unten gesprungen oder was? Ich bin irgendwo runter, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich runter bin, aber irgendwo war ich dann in vielen Kanälen und Gängen und Tunneln und... Ich glaube, du bist im Greenhouse hinten durch die Lücke, die ursprünglich mal für die Bahn gedacht war, bloß nachdem die Bahn da vorne so eine schöne Brücke bekommen hat, habe ich mir gedacht, das schließen wir lieber an. Weiß es nicht, jedenfalls, jetzt komme ich irgendwie bloß noch im Bahnhof raus und weiß nicht mehr, wo ich hier vorher rausgekommen bin. Hier bei den Redstone-Kabeln durch. Okay. So, an der Stelle hat sich hier eigentlich nur an der Verkabelung ein kleines bisschen was geändert. Da haben wir hinten so eine kleine Trafostation. Nee. Genau. Im Kraftwerk. Mit jeder Menge HV-Anschlüssen und ein paar HV-Capacitors. Was und hier ein paar. Was ihr da alles für Strom braucht für das Haus, das ist ja. Das ist das unökologischste Greenhouse aller Zeiten. Ja, das ist Biostrom. Ja, der kommt alles aus Wasserkraft. Also, psst. Nein, der psst. Kommt nicht aus psst. Wasserkraft. Psst. Okay. Wir hatten das schon böse unter den Kommentaren stehen. Ihr macht ja nur dreckige Energie. Und ich so, okay, warum nicht? Ist ein Spiel. Wasserkraft. Wasserkraft ist auch. Alles Wasserkraft. Das weiß bloß niemand, dass es. Mit Nuklearenergie bewegen wir Wasserkrafträder. Okay. Ja. Ich mag das Konzept dieser Serie. Und was hier noch dazugekommen ist, es sind hier noch ein paar ME-Drives dazugekommen, beziehungsweise ein paar Container aus Extra Cells 2, weil wir hier ein bisschen Material eben rankarren. Und was hier noch dazukommen muss, ist früher oder später mal ein Autocrafting. Und das wird dann später bedient durch diesen Computer hier. Mit dem komischen Adapter, ja. Nein, der hat noch keinen Adapter. Den Adapter für den habe ich im Rucksack. Mit Kabel. Das ist aber komisch. Ja, dass ich den in der Tasche habe, ne? Okay. Gut. Und Butze, da war noch ein kleiner Fehler drin. Kann ja nicht sein. Oder hast du ihn gemacht? Nein, den hast du gemacht. Zopft euch, streitet euch, schlagt euch. Yay, ihr habt das Crossbows. Einer von den Stone Plantern, beziehungsweise Iron Planter, Iron Stone, was genau? Stone Planter, genau, hat sich immer wieder mal gefüllt. Das lag daran, dass bei den Kartoffeln nicht nur Kartoffeln rauskommen, sondern leider auch vergiftete Kartoffeln. Und da wusste er nicht, wohin damit. Blöd. Ja, das bin ja echt nicht schuld. Besser für ihn. Kartoffeln vergiftete rauskommen. Das ist besser, als dass es uns zum Essen gibt, ich meine. Er hat sie angepflanzt. So gesehen ist es quasi ein Feature. Okay, die landen jetzt also auf jeden Fall auch auf eine extra Platte. Haben wir auch ein paar mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, ob man mit denen irgendwann mal irgendwas anfangen kann. Aber hier geht's ganz schön ab. Ja, da kommt so einiges durchgeflossen, hätte ich gesagt. Ist doch schön. Also, ich merke es übrigens auch an der Framerate, dass sich einiges getan hat seit dem letzten Mal. Sagte der nicht aufnimmt. Ja.
Hier drin ist es aber nicht so schlimm wie drüben im Haus, Haupthaus sozusagen. Man sieht es auch daran, dass die Items immer wieder so ein paar Meter zurückspringen in den Pipes. Ja, ich habe, es gibt ja auch noch diese Covered-Version da. Die einzusetzen. Dann sieht man es nicht mehr. Ja. Das wäre vielleicht gar nicht ungünstig. Ist die bei den Logistic-Pipes dabei? Ja, das ist ein Modul, glaube ich, das du einfach reinpackst. Meine ich zumindest. Pipe. Ja, und dann, wo ich den Flo schon mal wieder endlich da habe, können wir dann mal vielleicht drüben den Bahnhof auch fertig bauen, damit das Ganze funktioniert. Lass dich nicht aufhalten. Moment, der Plan war, dass du das machst. Schau dir gern zu. Nee, ich schau dir zu, weil ich habe ja keine Ahnung. Aber ich. Ja, das Opak-Upgrade war das Rezept. Genau. Was du dann würde ich sagen, gehen wir mal schon rüber, oder gibt es hier noch was? Nein, das kostet das Bone Meal und Iron Chips at Work. Die sind teuer. Das für jede Pipe? Halleluja. Ja, das ist wirklich teuer. Aber wir haben ja. Wir haben es ja. Ach, das ist noch ein bisschen Eisen. Das bisschen Eisen. Das bisschen. Und wer besorgt das ganze Bone Meal? Die Bone Essenzen. Ah, stimmt ja. Bone Meal haben wir als Pflanze. Aber die Chips jetzt haben wir nicht als Pflanze. Entschuldigung. Da wächst so ein Computer auf der Pflanze. Ich weiß nicht.